Das ist doch mal eine Ansage, hä, Duke? 2000 Liter Bier in einem fetten Tank. Und wir sind stolz darauf, Peter. Ich wollte den immer auf Ex trinken, aber ich wusste nie, wie ich das Ding hochheben soll. Aber jetzt weiß ich's. Spinnst du? Das kannst du nie auf Ex trinken. Logisch kann ich das. Ich hatte heute Morgen erst 4 Bier oder so. Er zieht es durch. Es bringt ihn um, aber er zieht es durch. Und wie Sie sehen können, läuft der Verkauf ausgezeichnet. Griffin, Sie sind gefeuert. Ja, ist mir doch egal. Krankenversicherung? Ich habe zwar keinen Job mehr, aber meine Alkoholvergiftung müssen Sie trotzdem bezahlen. Wie läuft die Jobsuche, Dad? Ach, nicht gut, Chris. Ich guck gerade in der Zeitung, aber hier ist nicht viel zu finden. Hey, Lois, wie viel glaubst du, verdient ein Wassermann? Ich glaube, du guckst auf der falschen Seite. Oh, Verzeihung. Die Dodgers haben ihren Trainer rausgeworfen. Das wäre doch was für mich. Pete, er legt die Zeitung weg. Kinder, ab in die Schule. Ich weiß, heute ist Fototag, aber wir können es uns nicht mehr leisten. Also schleicht hinter ein anderes Kind, wenn es fotografiert wird. Wir müssen uns über deine Jobkrise unterhalten. Unsere Ersparnisse sind fast aufgebraucht. Pass auf, Peter, ich sag dir was. Es gibt eine Menge Fortbildungsprogramme vom Staat, die dir helfen könnten, auf einen anderen Job umzuschulen. Du könntest dir auch einen Job suchen. Ich habe einen Job. Ich bin Schriftsteller. Ich arbeite im Augenblick. Siehst du das? Das ist alles eine Stoffsammlung für ein Bild des Lebens, das ich mit Worten malen werde. Gestern hast du 30 Minuten gebraucht, um eine Scheibe Schinken vom Boden zu schlecken. Das inspiriert mich. Seit 3 Wochen hattest du noch kein einziges Jobangebot. Das stimmt doch gar nicht. Ich hätte beinahe diesen Job in der Schule bekommen. Und warum wollen Sie Schülerlotse werden? Ich dachte, es macht Spaß zu entscheiden, welche Kinder vom Auto überfahren werden und welche nicht. Nachdem sich das für dich so schwierig gestaltet, habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich einen Job suchen. Lois, ich werde nicht zulassen, dass meine Frau Prostituierte wird. Was? Nein, ich suche mir einen normalen Job. Willst du Anwältin werden? Es gibt andere Frauenberufe als Prostituierte und Anwältin. Kriegskrankenschwester? Ich werde einen Job suchen, weil wir Geld brauchen. Ach, das wäre wohl gut. Und es würde mir Zeit geben, meine Schallplattensammlung zu erweitern. Wie ist die da? Oh, Bach ist sehr gut. Kann ich empfehlen. Und die hier? Oh, Mozart, das Wunderkind, der Beste. Und was ist damit? Oh, Debussy. Ich liebe Debussy. Manchmal denke ich an nichts anderes als an Debussy. Oh, sehen Sie, der Pianist. Der Pianist beherrscht so gut Debussy. Mögen Sie sein Frühwerk? Oh ja, wenn Debussy war jung, dann will man Debussy haben. Gut, ich nehme die 2. Gute Wahl, Sir. Und Sie wissen ja, was man sagt. Man muss Debussy geigen wie Vivaldi. Na gut, du schaffst das. Du kaufst hier seit Jahren ein. Du kennst diesen Laden wie deine Westentasche. Nun, Mrs. Griffin, wo waren Sie auf dem College? Lebensmittel. Können Sie auch am Wochenende arbeiten? Lebensmittel. Sehr beeindruckend. Die nächste Frage ist eine Fangfrage. Lebensmittel? Ich bin eingestellt. Willkommen an Bord.